Am 19. Juli 2024 wurde die Wanderausstellung Inklusion im Blick vom Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Herrn Jürgen Dusel, in seinem Amtssitz im Kleisthaus Berlin eröffnet. Dieser hielt die Eröffnungsrede, gefolgt von Gerd Miethank. Herr Miethank ist Vorsitzender des Vereins Sozialdenker e.V. Die Ausstellung kann man vom 19.07. bis 6.09.2024 im Kleisthaus in Berlin besuchen. Weitere Termine sind in Planung. Mehr Informationen finden sich auf der Webseite zur Wanderausstellung, deren Link wir eingeblendet haben. Gerd Miethank betonte im Interview: Warum haben sich die Sozialdenker gegründet? Sozialdenker haben sich gegründet vor 9 Jahren, nächstes Jahr mit 10-jähriges Bestehen. Und wir machen uns stark für Inklusion, und zwar für eine inklusive Wertegesellschaft. Dafür haben wir uns gegründet, als Resultat eigentlich, dass sich 2013 die AfD gegründet hat. Warum haben wir die Ausstellung gemacht? Die Frage hören wir immer wieder. Weil wir die Vielfalt in unserer Gesellschaft zeigen wollen. Das ist das Erste. Und Menschen mit Behinderung ist nicht nur unsere Vielfalt, sondern sie bringen auch viel gute Sachen mit. Als Beispiel, Nico von Glasow hat 12 Bilder gemacht, einen Film gedreht, Nobody is Perfect. Dort sind 6 Deutsche, Kontergan-Geschädigte, Damen und Herren, und 6 englische Damen und Herren abgebildet. Und diese Menschen haben in ihrem Leben, auch trotz, dass sie kontergan-geschädigt sind, was erreicht. Schauspieler aus England, wir haben eine Bürgermeisterin aus England, wir haben dort Bianca Vogel, die vierfache Weltmeisterin, bei dem Vize-Paralympic-Siegerin im Dressurreiten geworden ist und auch Mitglied der Sozialdenker ist und meine stellvertretende Vorsitzende, wo ich sehr stolz drauf bin. Und natürlich Nico von Glasow, der den Film gemacht hat mit seinem Sohn Mandel, um zu zeigen, dass es Mensch ist, so wie du und ich. Aber weil sie in der Gesellschaft, wir haben Professor, wir haben Doktoren dabei, weil sie in der Gesellschaft trotz ihrer Behinderung ein gesellschaftliches Ansehen erreicht haben, weil ja immer gesagt wird, Mensch mit Behinderung ist eine Last für die Gesellschaft, auch finanziell. Das stimmt gar nicht. Das wollten wir mal zum Ausdruck bringen. Und der zweite Teil unserer Wanderausstellung, was von Menschen mit und ohne Behinderung gemacht ist, geht einmal um Nachhaltigkeit. Das sehen wir bei der gefährlichen Schönheit, die schöne Qualle, die wir ganz groß im Format gesehen haben. Die ist aus Plastikmüll entstanden von den Nonnengeschwistern. Und die zeigt auf, wenn wir so mit unseren Ressourcen weiter umgehen, dann werden wir keine gute Welt den jungen Menschen hinterlassen. Also mit den ganzen, aber das wurde 2015 gemacht. Da war das noch gar nicht so in der Exkursion mit den ganzen Plastikmüll in den Meeren. Dann haben wir als zweites, um die Nachhaltigkeit auch zu präsentieren, was Inklusion ausmacht, haben wir als zweites die andalusische Eule, wo alles, was dort gezeigt wird, was alles im Wald gefunden worden ist. Ressourcen, die sinnlos im Wald rumliegen, weil sie dort Menschen einfach hinterlassen haben. Und dann haben wir natürlich 2 Bilder, die mit einer Sprachnachricht uns informieren. Einmal die UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel 8, Bewusstseinsbildung, wo wir immer darauf aufmerksam machen, wie wollen wir Inklusion in die Gesellschaft bringen. Das kann man nur durch Bewusstseinsbildung machen. Und was für uns eigentlich sehr wichtig ist, Barrieren im Kopf. Jeder spricht immer, gerade bei Menschen mit Behinderung, dass praktisch gesehen, dass Barrieren im Kopf sind in der Gesellschaft. Und der hat sich die Gedanken gemacht, was das für Barrieren im Kopf überhaupt sind, nach der Sicht von Menschen mit Behinderung. Und ich denke, das sollte man sich 2-mal durchlesen, damit man auch, gerade auch als Politiker, damit man begreift, wie wir Behinderte das sehen. Deswegen Inklusion im Blick. Und warum auch? Weil wir der Meinung sind, als Sozialdenker, Inklusion ist die Antwort auf diesen Rechtsruck in dieser Gesellschaft. Warum? Denn wenn wir eine inklusive Gesellschaft wären, von Anfang an, sprich, wir fangen mit Kindergarten an, bei den Kindern mit und ohne Behinderung,
Ich glaube, dann würde es diesen Rechtsruck in dieser Gesellschaft gar nicht so geben. Dann würden die Menschen anders denken, weil sie die Vielfalt kennengelernt haben. Wenn ich aber keine Vielfalt kennenlerne, dann kann ich natürlich selbstverständlich auch nicht danach leben und sehe nur meine Interessen, meinen Egoismus. Und das ist das, worauf ich vorhin auch schon mal gesagt hatte, hinsichtlich der Ansprache des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, der in seiner Weihnachtsansprache genau das zum Ausdruck gebracht hat, dass jeder nach seiner Fasson leben soll, das ist richtig, aber dass man das eigene Leben und das Leben anderer sehr wertschätzen sollte. Insbesondere, wenn wir jetzt auch noch sehen, dass wir einen Krieg in Europa haben, müssen wir aufpassen, dass uns das nicht alles um die Ohren fliegt. Dafür sind die Sozialdenker da. Wir gehen in die Politik, in die Gesellschaft, mit den Menschen, zu den Menschen, um zu zeigen, dass Inklusion auch Spaß machen kann. In einer Galerie werden erwachsene Menschen gezeigt, die aus der Ausstellung stammen aus dem Film Nobody's Perfect des Contagan geschädigten Regisseurs Nico von Glasow. Die Mutigen, Matt Fraser aus dem Film Nobody's Perfect, Lebensfreude pur, zeigt das Bild einer schlanken, nackten Frau. Jauchzend scheint sie zu schweben. Die Füße haben die Bodenhaftung verloren. Lachen überstrahlt ihr Gesicht. Ihr verkürzter Arm reckt sich freudig nach oben. Alles an ihr, auch ihr wohlgeformter Busen, scheint schwerelos. Zu ihren Füßen liegt eine riesige Meeresmuschel, deren zartrosa Perlmutt dem schwarzen Hintergrund entgegensteht. Beschreibungen, die den Bildern eine gewisse Leichtigkeit geben. Wie bei diesem Bild, wo der nackte Vater stolz auf seinen bekleideten Sohn blickt. So wie bei diesem Bild im Hintergrund ein Pferd und im Bildmittelpunkt eine unbekleidete Dame. Es gibt aber auch Kunst zum Tasten, sowie Kunst zum Anfassen, wie uns der Behindertenbeauftragte Jürgen Dusel demonstrierte, der uns anschließend für ein Interview zur Verfügung stand. Wie wichtig ist, bezogen auf die Ausstellung, für Sie die Sichtbarkeit behinderter Menschen in der Kulturszene? Menschen mit Behinderungen haben große Schwierigkeiten, Zugang zu Kunst und Kultur zu kriegen. Und zwar nicht nur, wenn sie als Publikum irgendwo rein wollen und die räumlichen Barrieren einfach da sind, sondern auch, wenn es darum geht, wenn sie selbst Kunst herstellen wollen. Also wenn sie eine künstlerische Ausbildung machen wollen, wenn sie als Künstlerin oder als Künstler tätig sein wollen. Und da sind die komplett unterrepräsentiert und deswegen ist es so wichtig, dass sich da was ändert, weil sie haben ein Recht darauf, als Künstlerin beispielsweise tätig zu sein. Das sagt die UN-Behindertenrechtskonvention. Und ich finde es halt Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass das nicht nur ein leeres Versprechen ist, sondern tatsächlich auch möglich ist. Was müsste getan werden, damit Kultur und Kunst behinderten Menschen gegenüber noch zugänglicher gemacht wird? Also wir brauchen mehr Barrierefreiheit, und zwar in allen Bereichen. Es geht also nicht nur um die räumliche Barrierefreiheit, sondern wie ich schon gesagt habe, gibt es denn Barrieren, wenn ich beispielsweise als Kind im Rollstuhl Klarinette in der Musikschule lernen will? Wie sieht es aus, wenn ich später Schauspielerin oder Schauspieler sein will und ich habe körperliche Einschränkungen und Beeinträchtigungen? Da muss ich eine Menge tun und es braucht natürlich auch Assistenz. Es braucht Arbeitsassistenz und zwar möglichst schnell. Also eine Menge muss noch passieren. Und ich finde, es muss aber tatsächlich jetzt auch was geschehen, weil es gibt diesen Rechtsanspruch. Wie könnte es gelingen, dass auch Menschen mit Einschränkungen mehr als Künstlerinnen und Künstler sichtbar werden? Naja, zum einen, wie ich gesagt habe, indem man Barrieren abbaut, indem man Assistenzen schneller gewährleistet, auch die Arbeitsassistenz beispielsweise. Aber auch das Establishment muss sich ein bisschen umstellen. Also gerade Museen beispielsweise, die sich dann vielleicht überlegen, auch mal Kunst von Menschen mit Behinderungen auszustellen. Manche sind da immer noch sehr defizitär orientiert. Oder wenn es eben auch um die Schauspielerei geht. Also es muss sich in den Köpfen, neben den anderen Dingen, von denen ich gesprochen habe, muss sich auch eine Menge in den Köpfen von Verantwortlichen noch ändern. Aber das ist erforderlich, weil eben Menschen mit Behinderungen großartige Künstlerinnen und Künstler sind. Man sieht das immer mal wieder, aber man sieht es halt noch zu wenig.